Und da sind wir auch schon wieder zurück hier in Cattleland Crops. Schön, dass du wieder dabei bist. Und ja, wir sind bei der Ernte und da ist mir was aufgefallen, was sehr, sehr merkwürdig ist. Da hinten kommt ein Helfer angefahren. Das macht er von ganz alleine, da haben wir nichts zu gesagt. Wir haben uns da nicht zu geäußert. Und da kommt er einfach mal angefahren. Finde ich halt auch sehr, sehr interessant, nicht? So, qualmt man schon mal ganz schön hier. Bin ich immer gespannt, wie es funktioniert, denn ja, zuletzt haben wir das ja selber gemacht, aber wenn wir die Mission offenbar spielen, dann werden wir geholfen. Gucken, ob der auch gleich angefahren kommt. Oh, das ist auch neu, oder? Wie heißt die? Ach cool, man kann alles sehen. Autopilot zum nächsten Wegpunkt, Tempomat, Taschenlampe, Arbeitslicht, Rundumleuchte, die hätten wir vielleicht mal machen sollen. Rotieren, entladen, U, aus, einklappen. Aha. So, wir müssen auf jeden Fall unser Rohr hier mal eben verlegen. Slot Nummer 4. Keine Ahnung, was das jetzt eben für ein Icon war. Aber da kommt der Helfer und tankt uns ab. Und das finde ich echt. Also, das ist ja so eine Sache, die das Spiel auch auszeichnet. Ne? Das ist einfach. Wie soll ich sagen? Die Cosplay-Macher sind da dran, das so einzubauen, wie man es eigentlich immer haben wollte im Spiel. Und ja, bis auf das jetzt gerade. Aber er kann ja noch lernen, der Helfer. Und guck mal da, jetzt wird er einfach schön darunter. Sollte funktionieren. Hervorragend. Sieht man das auch, dass der Tank voll ist? Ja, und man sieht sogar, also. Ich kann mir sogar vorstellen, dass man das wirklich auch sehr gut sehen kann, was das sein soll. Kann man vielleicht eine Innenansicht sehen. So mehr oder weniger, ja. Soll, glaube ich, Gerste sein, ne? So, kommt der Helfer jetzt, oder was? Oder muss ich dem erst irgendwas sagen? Vielleicht kommt ja auch eine Aufgabe, ein Teil der Aufgabe. Warte mal, wir gucken mal. Ist der jetzt nur erstmal schon mal in Position gefahren. Ne, jetzt müsste er aber kommen. Kann man ihm sagen, er soll kommen, oder? Ups. Boss Trainer. Was soll das denn sein? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er schöne Kreise hier gezogen, das war jetzt nicht so schön. Aber finde ich lustig, ne? Dass sie auch so sowas denken, sowas mit einbauen. Ist jetzt nicht ganz so, wie ich das haben wollte, ehrlich gesagt. Hier noch was sagen, oder? Ah. Könnte es das gegebenenfalls sein? Dass man darüber den Helfer rufen kann. Wir lernen ja noch. Aber da müsste ja auch hier irgendwie was stehen, wo man sagen kann, hier, warte mal. Warten Sie mal eine Sekunde. Ah, das ist nicht optimal, würde ich sagen. So. Dann mal bitte abtanken. Aber lustig, ne? Dass man das dann auch direkt aus dem Drescher raus steuern kann, theoretisch. Wenn es funktionieren würde.
Damit ist auch wieder was mit Wagen gemeint ist. Cool. Wenn ich das einstelle, und so bleibt er stehen. Alter. Dachte mal gerade noch, es wäre nicht so cool eigentlich, aber irgendwie ist es doch cool, finde ich. Dann würde ich sagen, dreh schon mal weiter. Ich weiß gar nicht, hatten wir eigentlich schon mal geguckt, was jetzt so eigentlich das Einkommen aus dem Dreschen ist, also was dabei rumkommt, wie viel wir daran verdienen. Denn das ist ja auch ein nicht unwichtiger Faktor, dass man mal guckt. Wie sich das generell verhält, also ne, das Verhältnis zwischen Maschinenkosten zu dem, was wir aus dem Getreide rausholen, Anschaffungskosten, sowas halt. So, ich fahre das auch mal wieder ein. Die Frage ist, ob hier zum Beispiel diese Rundumleuchte, wenn wir die einschalten. Die dann auch dazu führt, eventuell den Drescher zu rufen. Da können wir hier nicht einschalten. Oh. Ich war ein bisschen unergonomisch. Entschuldigung. Ja, wenn der jetzt einfach stehen bleibt, ich weiß nicht, ob der abfährt und wo wir dann verkaufen. Ich glaube, es gibt auch relativ unterschiedliche Preise und in der Beta ist es, glaube ich, so, dass man noch irgendwo einen Bonus bekommt. Den sollte man natürlich mitnehmen. Mitnehmerbonus sozusagen. Ja, dann sind wir jetzt erstmal hier am Dreschen, ne? Gucken, wie lange das dauert, damit man auch so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, was ich hier auch interessant finde. Auch da die Technik, die wir schon vom Maishäckseln kennen, wird alles eingezogen, einzeln und so weiter. Ist natürlich aufwendig, auch für die Grafikkarte, gerade jetzt auch, wenn im Hintergrund noch die Aufnahme läuft. Ja? Und das darf man auch nie außer Acht lassen. Ja, aber was ich interessant finde, ist, wir können hier auch Learning by Doing machen. Was wir eigentlich am liebsten machen. Nämlich einfach mal gucken, ja, was ist denn da jetzt mit dem Helfer? Warum kam jetzt einfach angefangen? Habe ich gar nicht mit gerechnet. Da gibt es ja gerne Leute, die sagen immer, ja, man könnte sich ja wenigstens darauf vorbereiten. Aber es ist halt ein Feature in meinem Kanal zu sagen, oder es ist gewollt, ne? Dass wir das gemeinsam erleben. Und noch gar nicht mal so, dass ich damit irgendwie erreichen will, dass die Kommentare schreiben. Und die freue ich mich natürlich. Du hast auch gesagt, du stellst dich extra doof, um Kommentare zu bekommen. Und das ist natürlich auch. Ich weiß nicht, was Leute da für Vorstellungen haben, wie YouTuber so ticken. Ich meine, es gibt natürlich diese Leute, ne? Aber bevor ich hier irgendwie was fake oder so, um irgendwas zu erreichen, da habe ich ja immer schon gesagt, lass es lieber ganz und auf einmal auch gerade wohl zwei. Also nicht zum Faken, sondern um Dinge auszulagern, die halt ansonsten von YouTube nicht blockiert werden. Also aus der ganzen Farm hier haben wir uns natürlich jetzt auch schön kaputt gefahren. Wird denn der Helfer unter Tasks angezeigt? Nee. Das ist ein vorprogrammierter Helfer, den können wir nicht beeinflussen. Da frage ich mich natürlich, wie wir den gleich wieder rauskriegen. Ich hoffe, wir machen seinen Spielstand nicht damit kaputt. Da speichere ich gleich mal eben kurz lieber unter einem anderen Slot ab. Huh. So, die Frage ist, wie macht er das jetzt? Also was ist jetzt seine Heranfahrensweise sozusagen? Das ist nämlich ganz klar. Ich bin das eben nicht mal relativ außenbahn. Jetzt fährt er dahinter. Wäre natürlich schön, ne? Wenn jetzt einfach, wenn es jetzt funktionieren würde, dann könnte ich nämlich sagen, seht ihr, es funktioniert doch. Aber ich kann halt nicht rufen, ne? Wird immer hinter uns sein. Müsste ja eigentlich damit spätestens auch, wenn der Tank voll ist.
Faszinierendes passiert. Im Moment fährt er erstmal hinter uns her. Dann ist die Frage, wann kommt er denn? Zehntausend passen in den Tank rein. Das ist eigentlich realistisch. Ja, und dann schon mal, ne, wenn das, wie gesagt, auch realistische Preise wären, dann, keine Ahnung, 1500 Euro für so einen Wagen Getreide oder so, ich weiß es nicht. Und das kommt ja nicht. Ich denke, das wird doch irgendwie irgendwann mal eingefügt, dass das dann auch funktioniert. Ist halt blöd, wenn wir den Helfer selber eingestellt hätten, würde es wahrscheinlich gehen. Und wenn ihr euch fragt, wie ist denn das wirklich, funktioniert das wirklich gut mit dem Häcksler, mit dem Helfer, dann könnt ihr euch dazu meine Häckselvideos anschauen, denn da habe ich schon gezeigt, wie das funktioniert und wie das nicht funktioniert. Ah, warte mal, eventuell muss ich, warte mal, das können wir noch testen. So. Eventuell muss ich das Rohr rausgefahren haben und das Füllen starten. Ich will zwar nicht, dass er mir das jetzt dann dahin wirft, aber wir testen es einfach mal. So, ich gehe auf den Füllen starten. Und jetzt kommt er dann noch. Oh, guck mal, ja, was gelernt. Oh, das ist toll. Oh, ist das geil, Leute. So, der müsste dann auch gleich dann auch irgendwohin abfahren, ne? Deswegen sagen, wo er hin abfahren soll, können wir dann vielleicht auch nicht machen. Hm. Was ja auf jeden Fall noch fehlt, ist von Drive Control die Anzeige, wann denn dieser Anhänger voll ist. Vielleicht der Fall, hier passen 1800, okay, also zwei Ladungen und dann kann der losfahren. Und hier die Fuelplane, die sieht auch ganz ordentlich aus, wie gesagt. Und keine Ahnung, was der jetzt macht, der fährt wahrscheinlich jetzt wirklich das irgendwo hin verkaufen und wir können hier weitermachen. Das Coole ist das Spiel. Das ist schon irgendwie cool. Tja, würde ich sagen, wir machen mal hier weiter. Der fährt komplett ab, was fährt denn hin? Können wir mal heimlich auf der Map beobachten hier, was der macht. Ach, ist das schön. Ach, ist das toll. Also ich weiß nicht. Ja, unser Angebot, Sonderangebot ist vorbei auf GamesRock, glaube ich, wenn diese Folge rauskommt. Aber ich glaube, es wird trotzdem noch günstiger sein. Und damit unterstützt ihr vor allem auch meinen Kanal. Vielen Dank dafür. So, jetzt fährt er über die Gruppe. Ich hoffe ja, dass er zum Dein fährt, wo man das meiste Geld dafür bekommt. Und das war, glaube ich, nicht der Hafen, sondern hier diese landwirtschaftliche irgendwas Dingen. Tja, wir können einfach weiter dreschen. Da hat es übrigens Leute gegeben, die sagten, Ich finde das total cool eigentlich so, die Idee von Cat & Cops, aber nicht so viel Cat & Cops Werbung da drin, da sollten lieber nicht die Displays reinmachen. Da sieht man mal, wie Leute, die unbedarft an sowas rangehen, ne? Also unbedarft im Sinne von, naja, man hat da nicht so viel Ahnung davon, wie so Spielentwicklung läuft. Was man macht und was man tut, für Auswirkungen haben kann, ne? In dem Fall ist es ja einfach nur der Grund, zu sagen, ja, wir müssen ja jetzt irgendwas reinbauen, dann bauen wir doch einfach mal, bis wir das fertige Design von unseren Panels haben, das Cat & Cops Logo ein. Ja, würde ich auch so machen, ehrlich gesagt. Aber es gibt Leute, die glauben dann, dass das... Ah, der fährt zum Hafen, okay. Es gibt Leute, die glauben dann, dass das dann wirklich das Endziel ist. So 63.000 Endziel, davon ich sagen würde, ne? Also das ist die Endlösung. Nein! Das ist die... Also ich meine das jetzt nicht so. Entschuldigung, liebe Linksgrünen. Wer ist denn das? Das fertige Produkt halt. So. 63.900. Hoffentlich verkauft ihr auch für uns. Ja, scheinbar nicht. Hier ist die Verladestelle. Leute, ganz ehrlich. Ne? Dass das mit dem Helfer so funktioniert. Da werde ich immer so ein bisschen feucht unten drin. Das ist einfach so.
Ja, der fährt jetzt hier rein. Ja, halt die Klappe. Wie viel kriegen wir dafür? Ich tippe mal so 1,5. Also, da müssen wir 65,5 rauskommen. Wenn das für uns verkauft wird. Und wenn das Spiel realistisch ist. Das ist natürlich dann so ein Polenklicker, ne? 64,9. Ja. Ja, aber Reputation kriegen wir dafür. So ist mit den Tieren, das müssen wir auch mal lösen. Ja, und ihr hört ja schon im Hintergrund piept was. Das ist ausnahmsweise nicht mein Ingame-Timer, sondern das ist mein Essens-Timer. Ich habe mir eine leckere Quiche Lorraine gemacht. Ja, also ein Blätterteigboden mit einer Eier-Käse-Sahne-Mischungsfüllung. Ja, das ist reines Luftgold. Ein bisschen Speck dazu. Hatte ich leider nicht mehr, deswegen habe ich es mal mit Salami probiert. Ich glaube, es wird mir zu salzig werden. Dann habe ich gleich wieder Durst wie so ein Ultis. Naja. Ich würde sagen, ich esse diese leckere Quiche Lorraine. Bild könnt ihr davon sehen auf Instagram. Das Spiel bekommt ihr gerne bei Games the Rocket. Und ich dresche hier mal weiter und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir fertig sind mit dem Drusch, heißt es, glaube ich, nicht? Genau. Und da wir jetzt noch wissen, dass es mit dem Abfahrer funktioniert, ist es ja noch mal geiler. Werde ich mal ein bisschen mit rumprobieren. Ja, und vor allen Dingen die ersten Erträge. Liebe Leute, solange wir das Spiel schon spielen, das sind jetzt unsere ersten Erträge. Mühsam nährt sich und da würde ich gerne von euch wissen in den Kommentaren. Vielleicht verbrennt die Quiche, ne? Wie seht ihr das? Wie hättet ihr das gern? Hättet ihr es lieber so wie im NS? Mal ist das nicht böse, sondern nur vergleichen. Das wird man ja wohl auch sagen dürfen. Und zwar, da ist ja so, fährst du einen Wagen weg und kannst dir einen kleinen neuen Trecker leisten. Hier musst du wirklich die ganzen Wagen fahren. Ich würde wahrscheinlich dann auch eine Schwierigkeitseinstellung geben, nicht? Aber wie findet ihr das? Ich würde das mal gerne kommentieren. So, ich lasse mich jetzt hier vollautomatisch abtanken, würde ich sagen. Und dann gehe ich jetzt mal essen. Mahlzeit! Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen.